Dieses Dorf, Reichelsdorf, da gab es keinen Müßiggang, da gab es keine Bank vor dem Tor. Das wäre schon eine Schande gewesen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Lebensrhythmus des alten Ehepaares nicht. Sie arbeiten von früh bis spät, so wie es Brauch war bei ihren Eltern und Großeltern. Ruhen kann man, wenn man tot ist. Oft sprechen Johann und Johanna Schaas über ihre beiden Kinder, die 1990, direkt nach der Wende, nach Deutschland ausgewandert sind. So wie alle damals in Reichelsdorf. Auch Johanna Schaas saß schon auf gepackten Koffern. Also ich wäre gerne weg, aber mein Mann war krank. War damals schon krank, schlimm krank. Und dann habe ich verschoben und habe gedacht, na vielleicht, wenn es besser wird, dann werden wir ja vielleicht dann später auswandern. Wir werden ja sehen, wir werden ja sehen. Und so sind wir eben da geblieben. Ihr Leben hat sich seitdem radikal verändert. Nach der Abwanderung der Sachsen sind hunderte Rumänen nach Reichelsdorf gezogen. Darunter viele Roma. Wandervögel, so nennt sie Johann Schaas. Nur wenige gehen einer geregelten Arbeit nach. Die meisten handeln mit Dingen, die sie irgendwo billig erworben oder illegal abmontiert haben. Johann Schaas kämpft gegen den Niedergang seines Dorfes an, so gut es eben geht. Als letzter Sachse verwaltet der 80-Jährige die Schlüssel zur evangelischen Kirche. Und regelmäßig schaut er bei verlassenen Häusern vorbei, von Verwandten in Deutschland, die von ihrer alten Heimat nichts mehr wissen wollen. Der ehemalige Hof von der Cousine seiner Frau. Wieder einmal hat sich jemand mit Gewalt Zutritt verschafft, um das Haus zu plündern. Es ist der Verfall aller Werte, der Johann Schaas immer wieder gegen seine neuen Nachbarn in Rage bringt. Das wegen der Faulheit. Ein Mensch, der arbeitet und erzeugt, der hat, was er braucht. Und wenn er das nicht, dann ist es eben das, dass er irgendwie etwas abreißen, etwas verkaufen, etwas stehlen oder etwas erschwindeln muss. Und das ist dann nicht Reichelsdorfer Kultur, meine ich. Gut 300.000 Sachsen lebten einmal in Siebenbürgen. Heute sind es gerade einmal 14.000. Mit dramatischen Folgen. In vielen ländlichen Regionen sind die Dorfstrukturen regelrecht zusammengebrochen. Ein ganz anderes Bild bietet sich in den sächsisch geprägten Städten. Hermannstadt, rumänisch Sibiu, hat sich in den letzten Jahren von einem verschlafenen Provinznest zu einer blühenden Wirtschaftsmetropole entwickelt. Unter der Führung eines deutschen Bürgermeisters, der auch bei der rumänischen Mehrheit außerordentlich angesehen ist. Der Bürgermeister ist sehr gut. Ich habe ihn schon zum vierten Mal gewählt. Vielen Dank, kann ich nur sagen. Der Bürgermeister kann einfach gut wirtschaften. Es sind sehr viele Firmen gekommen aus dem Westen. Die haben viel Kapital mitgebracht, hauptsächlich deutsche Firmen. Noch nie war die deutsche Minderheit in Rumänien so beliebt wie heute. Das ist auch sein Verdienst. Klaus Johannes regiert mittlerweile seit 13 Jahren im Rathaus von Hermannstadt. Die Erfolgsbilanz des deutschstämmigen Bürgermeisters kann sich sehen lassen. Praktisch seit 2006 haben wir in Hermannstadt Vollbeschäftigung. Selbst in den letzten Jahren in der Krise hatten wir irgendwann 2009, 2010 eine maximale Arbeitslosigkeit von 4%. Die ist inzwischen wieder weg. Hermannstadt ist mitten in Rumänien. Also logistisch haben wir eine gute Position. Man kann beispielsweise von Hermannstadt nach München zweimal täglich hin- oder zurückfliegen.
Das ist für viele Manager sehr wertvoll, weil damit Zeit gespart wird. Das mittelalterliche Zentrum von Hermannstadt erstrahlt wieder in neuem Glanz. 2007 war die rumänische Metropole sogar europäische Kulturhauptstadt. Viele Sachsen, die damals nur aus wirtschaftlichen Gründen auswanderten, hätten sich das nie träumen lassen. Dieser Mann wollte Hermannstadt nie verlassen. Schließlich lebt seine Familie schon seit 400 Jahren hier. Hermann Binder ist einer der renommiertesten Orgelbauer Rumäniens. Seine Leidenschaft gilt der Restaurierung historischer Orgeln in Siebenbürgen. Das hat ihn gehalten, als seine Geschwister und auch seine drei Töchter die Heimat Richtung Deutschland verließen. Hier in Hermannstadt sind wir ja in einer Gemeinde, in einer Kirchengemeinde drin, die größer ist. Und der Zusammenhalt ist doch ganz gut, sodass man also über diese Klippe hinwegkommt. Natürlich, wenn man als Orgelbauer auf die kleinen Dörfer fährt und sieht, was für ein Elend dort ist, dann rührt einen das schon an. Aber gerade dieses Anrühren ist dann der Fingerzeig dafür, dass man noch irgendwelche Verpflichtungen übernehmen könnte, um für diese Leute auch noch irgendein bisschen ein Pol der Hoffnung zu sein. Der Erfolg von Hermannstadt strahlt auch auf kleinere Gemeinden aus. In der Kleinstadt Avrig haben sie ebenfalls einen Deutschstämmigen zum Bürgermeister gewählt. Dabei leben nur noch 70 Sachsen in dem 14.000 Seelenstädtchen. Guten Morgen. Alles Arnold Klingeis heißt der neue Hoffnungsträger der Gemeinde. Der 35-Jährige hat große Pläne. Avrig soll ein Touristenmagnet werden, mit einem barocken Schloss und seinen Gärten als Mittelpunkt für Gäste aus aller Welt. Klingeis ist ein Rückkehrer. Er hat in Deutschland Tourismus studiert. Für die rumänische Bevölkerung verkörpert er alle Eigenschaften des typischen Sachsen. Er ist fleißig, diszipliniert und zielorientiert. Das kommt an. Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen hier in Rumänien hat sehr geprägt. Und die Menschen denken, dass die deutsche Pünktlichkeit oder die Art zu arbeiten und auch die Erfahrung, die viele Rumäner jetzt mittlerweile gemacht haben, die Deutschland besucht haben, führt dazu, dass man da Erwartungen hat und hofft, dass diese Verbindung nach Deutschland durch die deutsche Minderheit hier sich positiv auf die Entwicklung der Stadt auswirken kann. Hierher sollen die Touristen einmal strömen. Zur historischen Sommerresidenz von Samuel von Bruckenthal, Gouverneur im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia. Das Schloss mit seinen Gärten ist die einzig erhaltene barocke Anlage in ganz Rumänien. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Gebäude sind baufällig. Der historische Park wurde bislang nur provisorisch wieder hergerichtet. Einzig die ehemalige Orangerie ist renoviert. Arnold Klingeis hat das Gebäude mit seiner Familie für 50 Jahre gepachtet. Ab und zu finden hier Ausstellungen oder Feste statt. Na, es ist ein Anfang. Sie sehen auch jetzt, es ist noch sehr leer hier. Es sind vereinzelt Veranstaltungen. Die Hotelzimmer sind auch noch nicht sehr besucht. Aber die Winterzauberkampagne fängt ja erst an. Ich hoffe, dass das in einem Monat anders ist, wenn dieses Produkt oder dieses Angebot auf verschiedenen Internetportalen buchbar wird, dass sich das dann schnell ändert. Die Winterzauberkampagne. Hoch oben in den Karpaten betreibt Arnold Klingeis mit seinem Bruder und seinen Eltern eine ganz besondere Touristenattraktion. Ein Eishotel. Durch gezieltes Marketing sollen Gäste von hier aus auch ins Tal gelockt werden. Zur Bruckenthalschen Residenz nach Afrik. Ankunft auf 2000 Metern Höhe in Balleu-Lac. Bei Temperaturen von minus 10 Grad entstehen gerade 4 neue Iglus. Seit 2005 wird das Eishotel jedes Jahr im Winter aufgebaut. Mit einem eigenen Eisrestaurant und einer Kapelle, in der regelmäßig Trauungen stattfinden. 20 ungarische Maurer hat Klingeis dafür einfliegen lassen. Die Bauarbeiten dauern bis zu 6 Wochen. Ein kurzes Vergnügen. Im Mai schmilzt die ganze Pracht wieder dahin.
Salut. Das Haupthaus ist schon fertig. Ein Eisrestaurant mit 12 angeschlossenen Doppelbettzimmern. Jeweils zu haben für 66 Euro die Nacht. Das ist teuer für rumänische Verhältnisse, doch das Konzept scheint aufzugehen. Einige tausend Touristen waren schon hier. Auch wenn nicht alle von der Idee begeistert sind, bei Minusgraden zu nächtigen. Haben Sie auch ein normales Hotel? Haben wir auch, aber das Eishotel ist wirklich eine Erfahrung. Das sollten Sie ausprobieren. Die Hoffnungen ruhen auf dem Tourismus. Auch in vielen ehemaligen Sachsendörfern. In Birtelm erhebt sich eine einzigartige Kirchenburg auf einem steilen Hügel mitten im Ort. Einst erbaut zum Schutz vor Türken und Tataren. Über 300 Jahre war Birtelm der Sitz des Bischofs der evangelischen Kirche in Siebenbürgen. Hermann Binder ist aus Hermannstadt gekommen, um die historische Orgel zu reparieren. Wieder einmal. Die eisige Kälte im Winter macht dem Instrument schwer zu schaffen. Binder ist in seinem Element. Alte Orgeln wie diese haben ihn im Land gehalten. Wenn man sieht, dass die Klassenfreunde weggehen, dass die Freunde weggehen, dass die Nachbarn weggehen, dass die Familie weggeht, dann stellt man sich ganz gewiss die Frage, warum sollte ich nicht auch gehen? Die Sache ist nur so, ich habe hier mein Arbeitsfeld, meine Verantwortung, meine Liebe zu diesem ganzen Land, zu dieser Heimat. Und ich finde, dass es auch hier lebenswert ist, mit allem drum und dran. Und das ist dann eben nicht alles Honig und nicht alles Sonnenschein, sondern es ist von allem was. Vor 20 Jahren wurde Birtelm zum Weltkulturerbe erklärt. Heute ist es eine Touristenattraktion. Majestätische Zeugnisse einer untergehenden Kultur und deprimierendes Elend. In Siebenbürgen liegt alles nah beieinander. In alten Städten wie Schäßburg, rumänisch Sighișoara, lebt die deutsche Kultur dennoch weiter. Seit ihrer Gründung im Mittelalter wurde die Stadt jahrhundertelang überwiegend von Sachsen bewohnt. Das prägt die rumänische Bevölkerung bis heute. Hoch über dem Stundenturm, dem Wahrzeichen Schäßburgs, liegt das Josef-Haltrich-Lyzeum, offiziell das Gymnasium für die deutsche Minderheit. Doch von aktuell 800 Schülern sind nur noch 50 sächsischer Abstammung. Die große Mehrheit in der altehrwürdigen Eliteschule ist längst rumänisch. Biologiestunde in der 12. Klasse. Der Unterricht findet, wie in fast allen Fächern, auf Deutsch statt. Die Schüler haben gerade ihr mündliches Sprachdiplom abgelegt. Der 17-jährige Rumäne Mihai Medrea und seine Klassenkameraden haben in 4 Monaten ihr deutsches Abitur in der Tasche. Das Sprungbrett für ein Studium im Westen. Nach Schulschluss gehen einige Schüler einem ganz besonderen Hobby nach. Sie sind leidenschaftliche Tänzer in der sächsischen Volksmusikgruppe. Einmal die Woche üben sie hier. 15 rumänische Jugendliche, die eigentlich mit den alten sächsischen Tänzen und ihren Trachten nichts zu tun haben. Mihai ist trotzdem mit Begeisterung dabei. Also ich fühle mich gut, dass ich diese Tracht trage, weil ich halt aus Schäßburg bin. Schäßburg wurde von Sachsen aufgebaut. Und ich meine, ich bin Schäßburger, ich bin in der deutschen Schule. Ich fühle mich eigentlich nicht wie ein... ich fühle mich nicht verkleidet, sondern einfach fühle mich, als ob ich die Kultur weitergebe mit dieser Tracht auch, obwohl ich Rumäne bin. Am selben Abend steht noch ein Termin an. Mihai und seine Freunde haben sich in einem kleinen Café zu einem spontanen Konzert verabredet. Sie wollen feiern. Die mündliche Deutschprüfung ist geschafft. Fast alle hier haben den gleichen Traum. Raus aus Rumänien, ab in den Westen. Die meisten wollen halt weg. Jetzt nicht unbedingt Deutschland, auch Österreich, auch England. Aber die meisten werden dann weggehen.
Und ich glaube auch die Eltern, zum Beispiel meine Eltern, sagen mir immer, geh nach Deutschland, bleib nicht hier. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist das so. Kaum jemand sieht Perspektiven in Rumänien. Bitter für den armen Karpatenstaat. Die gut ausgebildeten jungen Leute zieht es ins Ausland. Sonntagmorgen in Mediasch. Es ist 9.30 Uhr, noch eine halbe Stunde bis zum Gottesdienst. Die Pfarrerin Hildegard Servatius-Deppner macht sich auf den Weg zu ihrer Sonntagsrunde. Die Siebenbürger Sachsen sind seit der Reformation durch den Humanisten Hunterus streng evangelisch. Mit dem Exodus ist die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche in Siebenbürgen dramatisch geschrumpft. In dem Kirchenbezirk Mediasch gibt es gerade noch 800 Seelen. Auf den Dörfern ist die Gemeinde so klein, dass die Pfarrerin die Gläubigen persönlich abholt. Jedes Schäfchen zählt. Drei Gemeinden sollen heute einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Ihr Ziel ist Reichesdorf. In der Kirche ist es zu kalt und vielleicht auch ein wenig zu einsam. Der Gottesdienst findet im Pfarrhaus statt. Ein gutes Dutzend Seelen ist in der warmen Stube zusammengekommen. Die Hälfte versteht kein Deutsch. Einzig Johann Schaas, der letzte Verwalter der Reichesdorfer Kirche, seine Frau Johanna und die drei anderen Sachsen singen mit. Nach dem Gottesdienst versammelt sich die kleine Gemeinde regelmäßig zu Kaffee und Kuchen. Für die rumänischen Kinder ist es eine willkommene Mahlzeit. Für die letzten Sachsen Seelennahrung. Eine Stunde lang Deutsch sprechen. Vertraute Klänge aus vergangenen Zeiten. Auch wenn es manchmal Kuchenrezepte sind, die man miteinander tauscht und darüber spricht. Oder einfach mal in der sächsischen Sprache miteinander ein paar Worte wechselt. Denn die meisten haben vielleicht zu Hause nicht mehr die Nachbarn, die auch Sächsisch oder Deutsch sprechen. Also es ist ein wichtiges Zusammenkommen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist fast wichtiger wie der Gottesdienst, aber es bereitet den Leuten eine große Freude. Heute ist man da, Gottesdienst, sei mal zusammen, ein bisschen aufatmen, ein bisschen alles vergessen und wirklich Gottesdienst feiern. Es ist sehr, sehr schön. Am nächsten Morgen ist Backtag bei Johanna Schaas. Einmal im Monat bereitet sie den Sauerteig zu, so wie es die Großmutter schon gemacht hat. Teig für 6 große Laibe Brot. Das muss reichen für die nächsten Wochen. Das alte sächsische Paar hängt an seiner traditionellen Lebensweise. Ob sie in Deutschland glücklicher geworden wären? Die Kinder und Enkelkinder fehlen ihnen, aber zumindest machen die hier jedes Jahr Urlaub. Wenn sie dann kommen, dann ist alles so. So sagt die Tochter, ich weiß nicht, das schmeckt anders, das Brot. Ich glaube, das muss nach Asche schmecken. An der frühgotischen Kirche von Reichesdorf ist derweil Besuch eingetroffen. Der Orgelbauer Hermann Binder aus Hermannstadt will gemeinsam mit Johann Schaas die Restaurierungsarbeiten an der historischen Orgel inspizieren. In ein paar Monaten soll sie wieder bespielbar sein. Doch wer wird kommen und sie noch hören? Reichesdorf wird eingebunden in einen kulturellen Weg. Und hier in Reichesdorf werden mit Sicherheit Konzerte stattfinden und Organisten aus dem Ausland werden kommen und hier verweilen. Das ist mir schon genug. Johann Schaas wird die Kirche in Reichesdorf hüten, solange es seine Kräfte zulassen. Das empfindet er als Pflicht, als letzter Sachse seines Ortes. Die vergangenen 20 Jahre hat er mit ansehen müssen, wie Reichesdorf immer mehr verfällt, Stück für Stück abgetragen wird und einfach verschwindet. Die Heimat ist da, wo die Wiege steht, sagt der alte Schaas, und die verlässt man nicht. Auch wenn die neuen rumänischen Nachbarn alles haben verkommen lassen.
Wir können den Leuten nicht befehlen, dass sie arbeiten sollen und schaffen. Eine Kultur kann man einem Volk nicht aufzwingen. Und vielleicht ist es auch gut, wenn man es gar nicht tut. Aber für uns ist es sehr schmerzhaft.